Sarah macht's wird dir präsentiert von Maupop, einem neuen Lollipop in 10 verlockenden Geschmacksrichtungen. Aber die sind voll bei mir, hä? Nein, ja, wir Gas geben. Yes, es ist gut. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Dann ziehen. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Als Kind haben wir doch alle so gerne gesendelt. Wisst ihr noch? Schöne Häusle haben wir gebaut, Strassen, ja, ganze Burgen. Ob das echt der Grund ist, warum so viele Männer im späteren Leben gerne mal auf einer Kiesgrube arbeiten? Ja, mein Name ist Dr. Sepp von der Müller Steinag. Wir sind hier im Werk in Rickenbach, Luzern. Und ich darf heute Sarah begrüßen. Sie kommt zu uns arbeiten. Und wir wollen sie mal richtig schlauchen heute und zeigen, was wir für sie verarbeitet haben hier bei uns im ganzen Betrieb. Also Sarah, jetzt sind wir hier in unserer Grube. Mhm. Jetzt sollen wir hier Käse abbauen. Und das wird noch gebraucht für Betonwarenfabrikation und für Transportbeton zu machen für unsere Kunden, wo wir natürlich verschiedene Baustellen haben in der Region. Was denkst du, wird das jetzt geben, was ich mache? Ein Haus oder eine Straße? Das sehen wir dann, wo durch das geht. Okay. Vielleicht für dein Haus, wer weiß? Ich baue eben gar keins. Ja, du hast ja gesagt, du willst auf Rickenbach wohnen und dann werden wir ja für dich das Material brauchen. Ja, hast du es mir lange gekauft? Ja, nur reserviert. Ja, du musst es eben zahlen. Aha, ja, ja. Gehen wir hier auf die Maschinen, dass du mal kannst hier anfangen backen. Soll ich dir helfen? Nein, oder geht das hat schon irgendwie gehen. So. Also, kannst du mal reinhocken hier. Okay. Ja, der macht er nichts. Der hat noch niemand gefressen. Okay. Du musst nicht Angst haben. Okay. Darf ich hier da überlegen? Ja, ja. Weißt du, müsste ich dich noch anbinden, was nichts passiert? Kommt es das darauf an, wo, dass ich doch Kies abbaue? Ja. Ich meine, ist das alles gleiche Kies? Nein, das hat ganz unterschiedliches Kies. Du siehst es in der Grube, in der Wand oben. Es hat natürlich Sandschichten drin und es hat natürlich grobe Steine drin. Ja. Und wir müssen schauen, ob wir das ein bisschen untereinander haben, ob wir nachher im Kieswerk kommen, wo du nachher siehst, dass wir dort auch optimal durchlaufen können. Okay. Also, dann starten wir starten. Das muss ich da? Jawohl. Muss ich irgendetwas sonst machen? Siehst du ein bisschen drehen, nur auf jeden Fall auf die erste Stufe. Und jetzt hornet es und pfeift es. Jetzt musst du warten, bis das hört. Und jetzt kannst du ganz über drehen. Jetzt ist gut, kannst du gehen. So. Und jetzt musst du den Hebel gut tun. Weißt du, das ist ein Sicherheitshebel. Und das den, ich also du kannst rausgehen. Ja. Jetzt kannst du noch Gas geben. Wo ist das? Vollgas geben. Wo ist das? Dort unten, dort, wo du angelassen hast, den Hebel nebenzu. Den? Ja, den nebenzu. Voll. Ja, voll? Vollgas. So. Und jetzt hast du hier zwei Hebel, die du kannst bedienen. Da unten muss probieren. Ich gar nichts? Da unten musst du nichts machen, das ist zum Fahren. Wenn du rein und fair fahren. Probier schon mal selber. Einen ist ein bisschen zum Löpfen. Und dann kannst du mal ein bisschen hin und her. Dann geht der Löffel zu. Und auf diese Seite geht er auf. Was ist da? Hier kannst du schwenken. Kannst du mal probieren. Um an. So. Kannst du ruhig noch ein bisschen mehr rum. Bis an die Wand rein. Wo muss ich? Das geht ja wunderbar. Ja, ja. Dann kannst du hier ein Loch haben. Dann kannst du dort an der Wand abbauen. Siehst du? Jetzt kannst du ihn runterlassen. Ja, das geht ja. Wie du das schon manchmal gemacht hättest. Hebel gegen dich, mehr hier, dann dreht er zu. Ja. Oh, rüber, jawohl. Und dann gleichzeitig noch etwas zu dir zuziehen. Dann fühlt sich der Hebel nachher wunderbar. Gut, und jetzt kannst du den Arm hochlüpfen. Dann kannst du den umschwenken, um einen Haufen zu kippen. Jetzt so links rum. Was, mit dem? Oder? Nein, mit dem. Hier einfach rüber. Da musst du immer schauen, dass du nicht die Hälfte wieder verlierst. Ja, ja, das ist gewohnte Sache. Wenn du das so fein machst, verlierst du gar nichts. Schau, wenn du einen rechten Kübel hast. Was muss ich jetzt machen mit dem? Hier auf den Haufen. Okay. Kannst du den mal kippen. Da. Und dann tun wir so abbauen nachher. Und wo muss ich das jetzt hinfallen? Jetzt kannst du lüpfen. Wo lüpfen? Was ist das schon wieder? So, hochziehen. Und dann noch ein bisschen ausfahren. Was heisst das? Mit dem noch ein bisschen vorne, mit dem rechts. Ja. Du merkst es gerade, entweder geht er rauf oder zu. Das ist, und dann kannst du das Spiel wiederholen den ganzen Tag, bis du einen rechten Haufen hast.
Hilfe! Es braucht natürlich den Ballastwagen, weißt du? Da kommen wir natürlich Mengen. Wahnsinn. Sonst nicht nur einen zum Füllen. Muss ich wieder so durch oder? Ja, kannst du auch einen Schäden rum. Kann ich auch so? Wenn es nicht trümmelig wird, kannst du auch einen rum. Dann kannst du auch hier unten einen Haufen nehmen. Weißt du, wenn du etwa noch mal zwei Monate bei uns gebackert hast, dann weißt du schon, wie das geht. Said he came from Jamaica, he owned a couple acres, a couple fake visas, cause he never got his papers. Gave up on love, fucking with them heartbreakers. But he was keeping money, was in the shakers. He was mixed things, wore like a couple rings, bricks in a condo and grams to sing sing. Left arm, baby mother tatted. Tag it, tag it, tag. You got something I need in this world. Das ist der schwierige Film, ja. Last night I think I drank too much. Du kannst es selber. Kann ich einfach runterladen? Ja, das ist einfach klar. Mira, écoutez à les mots fin de ma natale. On ira rougir le thé dans les soukas à man. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Rio bat au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine. Et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Ja, so hast du den ganzen Tag gearbeitet. Beim Lastwagen musst du einfach schauen, dass es nicht über die Läden runterfällt, dass man es auf der Straße nicht verliert. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grand de somme, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Wunderbar, wunderbar. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. On fera des jours de fête tant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme. Les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs. Et l'on saura. Und die Maschine abstellen. Das hätten wir noch. Hey, das ist super gemacht. Nein, hey, das hätte ich nie gedacht, dass du da fertig bist. Und dann noch in dieser kurzen Zeit. Ja, ja, so schnell. Da ja, was machen wir denn jetzt? Jetzt fahren wir in Käswerk mit dem Lastwagen. Let's go! So, heben, he? Yeah, we getting done. So, jetzt kannst du kippen. Yeah, we getting done. Wie lange muss ich kippen? Ja, bis es leer ist. Und jetzt, was muss ich machen? Jetzt musst du Brokkabelo. Brokkabelo. Die sind immer so los. Ich dachte, Brokkabelo, ich weiss doch nicht wie. Seb, was passiert jetzt hier mit meinem Käse, den ich jetzt gerade hinten runtergelegt habe? Ja, das Käse, das du jetzt gekippt hast, das tun wir nachher über die Käseaufgabe aufgeben. Und die grosse steht rollt die aussen runter. Und das feinere Material geht nachher direkt über die Förderbandanlage auf die Käsehäufen rauf. Und nachher vom Käsewerk, oder von diesen Käsehäufen, geht im Käsewerk hin, wird gewaschen, wird nachher aussortiert. Die grossen Steine werden abgebrochen und das feinere Material wird nachher genau aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Käsekomponenten, die wir haben. Sand und Rundkäse.
Und die Sachen, die gebrochen werden, die gehen auf die Brechseite und das gibt dann den Splitter aus. Und dann wird aus einem Teil nachher Transportbeton gemacht, der auf die verschiedenen Baustellen geht. Und mit dem anderen Material machen wir Betonwaren, wo ihr natürlich auch an Orten seht, Gartenplatten, Verbundstein, Betonrohr, alles Mögliche. Und diese Sachen gehen natürlich nachher in die Elementwerke. Und in Element hinein, wo man natürlich Spezialelemente machen, die der Architekt oder der Ingenieur will. Und das sind etwa die Sachen, die wir dann noch schlussendlich machen. Welcher Baustoff fasziniert dich denn auch am meisten und warum? Also mich natürlich ganz klar der Beton. Weil den Beton mit dem kann man auch allein machen. Das ist klar, man hat auch verschiedene Formen und in der Umgebung braucht man auch noch Beton. Jeder, der baut, braucht auch Beton. Für wer und für was produziert ihr den Baustoff? Also vorwiegend ist das natürlich der Baumeister, der Gartenbauer und natürlich auch die Landwirtschaft an Ort. Und der Private kann natürlich auch holen. Aber es braucht natürlich immer Fachleute, die das Material auch einbauen, dass das fristgerecht und auch ganz richtig eingebaut ist, weil es kommt ja auch noch Armierung und verschiedene Sachen dazu. Vor allem auch das Wasser ist immer sehr wichtig, dass das zuletzt am richtigen Ort ist. Gibt es einen Auftrag, der dir bis heute in Erinnerung geblieben ist? Ja, einer der grösseren ist das Rückhaltebecken in Beromeister, wo wir das ganze Wasser zurückhalten, wenn wir Haufen Wasser haben, Haufen Regenfall. Und das war auch eines der gröbsten Sachen, Erdverschiebungen und natürlich Materiallieferungen. Eine Herausforderung für den richtig. Sektor. Ja, schon, richtig. Ja, ja. Vor allem, was die richtigen Materialien am richtigen Ort sind. Das würde ich gerne schon überreichen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Ich habe einen Wunsch, zufriedene Kunden, zufriedene Mitarbeiter und das Wichtigste, Gesundheit für uns alle. Wunderbar. Und jetzt kommen wir zu den Zuschauerfragen. Was produziert ihr alles? Wir produzieren vor allem Käse, Beton, natürlich Betonwaren, Verbundstein, Zementrohr, Lichtschacht, alles Mögliche. Und natürlich auch speziell Betonelemente, die die Architekten und Planer uns natürlich vorgeben. Und wir probieren möglichst alles herzustellen, was die Kunden wünschen. Was für Baustoff stellt ihr nicht her? Oh, das ist eine gute Frage. Was stelle ich mir nicht her? Ja, Holz. Aus Holz tun wir eigentlich nichts herstellen, das tun wir den anderen überlassen. Welcher Auftrag war der speziellste für dich? Der speziellste ist die grossen Böden, die wir in der Kaltbande zu Rhein dürfen machen. Das waren riesige Mengen Beton, die wir in der kürzesten Zeit produzieren und liefern. Für wer würdest du gerne Baustoff machen? Ja, natürlich, ganz klar würde ich mal für Zara natürlich Beton für machen. Mich? Und Baustoff, ja. Nein, sicher. Ehrlich? Ja, ja. Also ja, wenn ich dann mal bauen sollte, wenn du mir es lange gekauft hast, kannst du mir auch noch den Baustoff geben. Und Betonwaren natürlich auch noch ums Haus. Natürlich, Gell? Alles. Komplette Programm, oder? Ja, ja. Ja, gehen wir jetzt schauen. Was meinst du, ist fertig? Ja, jetzt ist sicher fertig, das Material. Jetzt gehen wir schauen, was du gemacht hast. Gehen wir dort rüber. Sepp, das sind jetzt die Silos. Jawohl, das ist jetzt das Silo. Das ist jetzt mein Kies. Siehst du, das ist jetzt schon der Finger, das ist jetzt der 4-8er. Das ist jetzt der, wo Katzen gerne in ein Geschäft drin machen. Hey, der ist aber schön da unten. Welcher ist jetzt das? Rundkies, hast du gesagt? Jawohl, richtig, ja. Das ist ein schöner Rundkies, sieht super schön aus, super, oder? Ja. Aber der wird weiterverarbeitet. Mach jetzt das zu Beton verarbeiten. Da wird Beton, aber zuerst gehen wir jetzt etwas anderes anschauen. Jetzt gehen wir das Puderkies aufladen, dass du weißt, wie das geht. Ja gut, dann mache ich das. Ein grösseres Fahrzeug hätte dafür einen kleinen Schlumpen mich nicht organisieren. Warum ist das klein? Willst du grösser? Ich komme da schon fast nicht rauf. So, du bist ja sportlich hier. Komm, ja, hey, hallo! Du musst dich anbinden. Ja. Mhm. Nicht, dass du noch rausgehst. Ich bin wieder langsam. Ja, musst halt noch einmal so. Schön mit Gefühl. Dann noch einmal ganz rein. So. So. Du mal den Hebel nur ziehen, hinten und was ist denn zum Drücken nicht? Nein, ziehen. Kannst du mal ganz fest ziehen. Ja, ein bisschen verschrecken machen. Du noch mal ganz fest ziehen, hinten. Siehst du, kommt sie rauf. Ja, und wenn ich vorne gehe, geht sie runter. Ich kippe die Schaufel. Genau. Drei gegen mir haben. So kommt sie rauf und so kippt sie. Aber ich weiss ja nicht, wenn ich da unten bin. Mama, merkst du schon, wenn du unten bist. Jetzt kannst du sie runterlassen. So, und jetzt kannst du dort, da ist der Gang für sie und hinter sie. Und jetzt wie heute Morgen mit dem Bagger fährst du in Haufen und tust die Schaufel nachher jetzt. Wie weit muss ich da rein? Das geben. Aha, das kenne ich mit null, habe ich noch nie gemacht. Jetzt kannst du den Hebel ein bisschen ziehen, gegen die rein. Ja. So, noch ein bisschen, noch ein bisschen. So, und jetzt kannst du lüpfen. Noch ein bisschen Gas geben und yes, noch fahren. Gott, ich weiss nicht, was ich machen muss. Und dann ziehen. Danger.
jetzt, gib Gas. Ja, ich gebe ja Gas. Ja, jetzt. Jawohl, jetzt. Halt nicht spuren. Also Sarah, und dann gehen wir noch Beton machen, weil wir haben einige Kunden, die warten auf Beton. Das ist die Anlage, die sie Beton machen. Jetzt fährt schon einer drunter rein, schau jetzt. Was, der holt jetzt Beton? Ja, klar, der geht raus, jetzt hat er den Nucki runtergelassen. Und ich muss jetzt Beton rausmischen. Der kommt und sagt, ich will solche Beton. Also es sind Rezepte, es ist hinterlegt. Aber weißt du das, was der Kunde dir bestellt? Gibst die Nummer ein? Also das Kies, das ich am Morgen abgebaut habe, das wird jetzt in diesem Beton verarbeitet? Ja. Das ist dort drin? Das wird jetzt dort drin, ja. Vielleicht nicht genau dies, aber er muss immer von dem noch meins, he? Willst du schon dies? Also das ist auch dies drin. Ja, das finde ich gut, so, dass du mich das genau, gerade wenn du dies anlügst, genau. Nur damit ich Klappe habe. Das ja. Finde ich auch richtig. Ja. Jetzt müssen wir hier noch Brot machen. Du hast ja heute Käse durchgelassen und aufbereitet alles. Jetzt müssen wir aber auch noch schauen, ob dein Beton gut ist, was du gemacht hast. Okay. Fahrt mit dem Fahrmischer rein, dann kannst ja. Du hier Garette voll füllen. Okay. Die Garette voll kommt schon über. Was? Du musst wieder wegfahren. Nein, du musst schon drauf. Nein! Nein, es langt! Schau jetzt. Nein! Nein! Nein, so muss ich sie nehmen. Richtige Tänzspitze. So, und dann packst du das Karett. So, jetzt. So, jetzt. Habla. Wow. Da dringend auf die Strasse. Kommt schon gut. Siehst du mal, was Beton ist? Deine Steine da drin. Ja, das ist aber gut da. Ja, da wollen wir jetzt schauen, ob der so gut ist. Die Gings können schon über den Laden. So, jetzt wird es Zeit, dass ich hier meinen Helm mal abziehe. Hast du es lange angehabt? Ja. Also? Jetzt geht es los mit dieser Superprüfung. Jetzt sollen wir schauen, was du hier für das Material gemischt hast. Jetzt schauen wir, der Test geht los und vorher gibt es den Wettbewerb. Wir verlosen hier mal einen Einkaufsgutschein für das Gartencenter Zulauf im Wert von 250 Franken. Mit einer grossen Auswahl an verschiedenen Pflanzen und Gartenwerkzeugen ist Zulauf die grüne Quelle Gins nach Dorf. Genau das Richtige für alle mit einem grünen Daumen oder für die, die noch einen bekommen wollen. Und das ist die heutige Wettbewerbsfrage. Welches ist ein bekannter Baustoff? Sarah A. Mel, Sarah B. Kies. Mitmachen ist ganz einfach. Schick uns deine Lösung Sarah A. oder Sarah B. mit deiner Adresse per SMS an Nummer 880 oder gib uns die Lösung telefonisch durch auf 0901 77 1234. Du kannst natürlich auch mit einer Postkarte an die eingeblendete Adresse mitmachen. Viel Glück! Also, Sarah, jetzt machen wir hier die Prüfung. Ja, Prüfung. Du musst hier mal einfüllen. So, mit aber, dem? Ja, mit dem. Mit aber Ding? Ja, sicher, musst aber hier draufstehen. Was draufstehen? Da kann ich ja nicht... Dass der hier nicht für uns geht. Okay. Das ist, wenn es neben draussen geht? Ja, dann gehst du es nachher wieder rein. Aha. Richtige Schaufel nehmen und dann rein. Okay. So. So. Und nachher kannst du mit dem Holz... Ja. Oh. So. Upsi-wups. Jetzt kannst du mit dem Holzknebel ja. Fünfmal... Mit welchem Holzknebel? Mit dem hier, jawohl. Mit dem Nassen? Ja, mit dem Nassen. So, es ist gut. Jetzt kannst du noch ganz füllen. Das hast du ja. Noch nicht. Jetzt kannst du drauf runtergehen. Jetzt sehen wir, wo durch es geht. So. Was, bricht das ein, oder was? Nein, das bricht nicht ein. Und jetzt kannst du jetzt 14 Mal lüpfen. 14 Mal? Und dann tätschen, ja. Was lässt tätschen? Jedes Mal und lässt tätschen, ja. 14, 15, gut. Also wir haben den Meter, das Messer. Schau jetzt da. Wie viel ist es? Ja, 45. Und wie viel müssen ja, genau 45, so viel wie wir müssen haben. Super, ja, das stimmt sicher nicht. Mal. Ich muss 45 haben, ich habe genau 45. Ja, sicher. Ja, aber das würde ja, das würde bedeuten, dass ich das so gut gemacht habe, wie schon lange keine Aufgabe mehr. Ja, du hast es so gut gemacht, jetzt fangen wir gerade wieder von vorne an. Hä? Was? Also Sarah, super gemacht. He? Jetzt kannst du hier weitermachen, du hast wieder abbauen und dann kommt der Lastwagen, du hast wieder laden. Ich danke dir vielmals. Ich bin total überrascht, wie da die Frau das machen konnte. Also alles, was auf Anfang so. Und
dir zum Abschied ein bisschen Malpops. Ja, danke dir vielmals. Mach Sarah, weiter. Schönen Tag. Danke. Mach weiter. Tschüss. Zackidi, zackidi, zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Ja, ja, mach ich da noch ein bisschen. Der Sepp hat mich dann doch mal noch gehen lassen, zum Glück, meine Lieben. Denn nächste Woche ist es soweit, die 300. Sendung. Das wird natürlich kräftig gefeiert. Ich hoffe, ihr seid bei der Jubiläumsfolge auch mit dabei. Bis dann, habt eine gute Zeit und tschüss. Nächste Woche feiert Sarah Macht die 300. Sendung. Gefeiert wird mit dem Wiedersehen von der ehemaligen Senderpartner und einer Aufgabe, die unsere Moderatorin eigentlich nie machen wollte. Sarah Macht ist dir präsentiert worden von Malpop, einem neuen Lollipop in 10 verlockenden Geschmacksrichtungen.